Jetzt nochmal neu starten. Nein. Kommen wir wohl endlich raus. Ich habe ein Glas voll Dreck. Ich habe ein Glas voll Dreck. Und rat mal, was da drin ist. Hallo? Guten Tag. Schön. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bringen Sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruinen und runter ins Dorf. Hallo, ist da was? Loot vielleicht? Loot ist schön, Loot tut gut. Ich will Loot haben. Rostige Teile. Oh Gott, ich habe schon wieder fast C gedrückt. Weil das war bei dem anderen Spiel auch C. Ich bin jetzt mal richtig. Richtig. Richtig krass bin ich jetzt. Boah, das dauert so lange. Geht das nicht anders? Ich habe einfach mal kurz den Controller genommen. Mann, dass ich immer da reinklicke, weil ich dumm bin. Boah, scrollen in diesen Menüs bei Resident Evil mit Maus ist absolut schrecklich. So. Was, Tütensuppe? Haben wir abgespeichert? Ja, ne? Ich glaube, ja. Gut. Dann soll ich hier raus? Ich brauche eine Kurbel. Hat jemand eine Kurbel für mich? Entschuldigung. Ich bräuchte eine Kurbel. Was ist das? Schießpulver ist auch gut. Scheißpulver auf dem Scheißhaus. Ich glaube, die Kurbel bekomme ich erst noch, ne? Wo bin ich denn hier? Ich bin... Okay, ich bin irgendwo. Passt schon. Oh Gott, Hilfe. I see me scrolling. hier kam ich her, richtig? Gut, dass das jemand abgeschlossen hat. Ich könnte ja vielleicht noch mal ins Schloss zurück wollen, nicht wahr? Da habe ich das gerade aufgesammelt. Gut. Hallo? Doch nicht? Kam ich doch nicht daher? Ich dachte, ich kam hierher. Ich kam auch hierher. Oh, da ist sie noch. Unsere schöne Frau. Ich bin verwirrter, als ich sein sollte. Ich muss hier irgendwo. Nee, da irgendwo. Ich bin verwirrt. Konnte ich hier irgendwo lang gehen? Ich bin ultra... Ich erinnere mich an nichts mehr, außer an die Story. Was ist mit mir? Am Schloss war doch gelb. Ja, aber was heißt denn gelb? Das sah jetzt nicht aus wie... Ernsthaft? Es sah für mich gerade nicht aus wie was, was ich zerschneiden muss. Das sah für mich aus wie, nee, da kommst du garantiert nicht dran, weil das Schloss hat Klebeband drum. Was total Sinn macht, weil es dadurch viel sicherer ist. Oh, da ist ein Fischi. Hallo, Fischi. Ich will euch essen. Wie kriege ich die denn? Kriege ich die nicht mit dem Messer? Brauche ich eine Angel? Ich will die haben. Muss ich die echt erschießen? Jäger. Klar, also Schrot, sag ich schon. Also eine Kugel in meinem Fisch ist auch viel leckerer, als wenn ich das mit einem Messer machen würde, nicht wahr? Fische erschossen, das ist okay.
Leben von stabilere, ja. Hä, war doch da? Ach ja, das andere war ein bisschen niedriger. Man macht das doch nicht gleich. Guck mal, da ist auch so eine Klippe. Nur da kommt man halt hoch. Ja. Kommt man hoch. Dann wird's lächerlich. Wir suchen euch aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht. Ted, wollen wir vielleicht warten, bis sie fertig ist mit Beten? Ich habe jetzt keinen Bock auf Gottesdienst. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht. Das hast du gerade schon gesagt. Ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ja. Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät! Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. True, though. Das kenne ich doch. Hey, warten Sie. Tschüss, Omi. Ich habe Fisch gesammelt. Brauchst du auch einen? Hast du schon was zum Abendessen? Gibt es hier Loot? Gibt es hier Loot oder ist das das noch? Geflügelter Schluss. Okay, jetzt ist blau. Gut. Mach hoch die Tür, mach auf. Spruch. Der Spruch ist halt auch einfach cool. Ah, hust, hust, was? Was? Fieselchen, nicht sterben, bitte. So. Hallo? Ist das... Also auf was ich jetzt wirklich gar keinen Bock habe, sind Werwölfe. Ich weiß jetzt nicht. Also irgendwas kam. Irgendwas muss ja gekommen sein. Ich wollte auch mal gruselig lachen. Ja, aber du darfst dabei doch nicht halb sterben. Ich höre es auch schon knurren. Kann ich von hier wegschniepern? Nee, ne? Mann, ich hasse diese Werwölfe. Die sind so kackbratzig, eklig, Bebe. Wollte ich mal gesagt haben. Wie, der überlebt das? Klar überlebt er das. Klar überlebt er das. Hallo? 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 Die sehr spezielle Weihnachtsdeko. Ja, das, die sind hier also sehr, sehr religiös, aber auf ihre eigene spezielle Art. Also ich will jetzt nicht sagen Sekte,
aber man könnte es vielleicht auch so nennen. Ja. Also, ja, ich habe keine Kurbel, sorry. Die sind sehr speziell. Ja, ja. Ja, ja, deswegen, also lasst sie uns lieber nicht zu sehr irgendwie kritisieren, nicht diskriminieren. Weil sonst sind die vielleicht böse. Und du so? Hier ist noch einer, ne? Ich glaube, hier war noch einer. Ja. Hallo? Du bist aber auch eklig. Ich find's aber nett, dass jeder Loot da lässt. Das finde ich nett. Das wäre sonst gemein. Ist hier auch eine. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Werwölfen habe, aber die finde ich ultra schrecklich. Also diese Werwölfe sind echt das Schlimmste. Ich hasse die. Blut und Blut. Wie verschlossen? Wie jetzt verschlossen? Geflügelter Schlüssel. Passt nicht. Schmiedeeiserner Schlüssel. Lady Dimitrescu Schlüssel. Mann, aber dann muss der doch da. Also dann hat die Frau den vielleicht. Du? Nein? Sicher? Du hast die Hand so offen, als hättest du da einen Schlüssel drin gehabt. Zappeln immer so. Ja, und auch die. Ich finde die halt einfach ganz schrecklich. Schrecklich. Oder wollte ich noch gar nicht hin? Also, entweder hätten sie eklig sein sollen, dass ich die persönlich wirklich eklig finde, oder schwierig zu töten. Aber diese Mischung ist voll gemein. Schlaf gut, Missy, träum was Schönes. Da bist du. Hi. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Ich weiß ja nicht. Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Hast du gerade meine Tochter beleidigt? Sieh genau hin. Also, Rose hatte ich aber beim DLC anders in Erinnerung. Also vom Dieses Trailer. Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Auf den Kopf gefallen. Nein. Rose ist... Ich will es nicht hören! Das... Nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Muss ich Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Rose und Borken, jetzt hat er es fallen gelassen. Ethan halt, ne? Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Ich lese da immer noch Ochsen. Wie denn? Also Ochsenkopf. Sind sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir ja nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Ja, klar. Man hat immer eine Wahl. Da guck, da steht Oxfeld. Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König. Nicht wahr? Ich schwöre, wenn Eve Sie Number mich verarschen. Klingt auch wie so ein Parfüm. Verdammter Witzbold.
aber gerne. Ja. Was haben wir denn? Kristalline Lady. Oh, ich weiß nicht. Oh Mann, ich kann doch die... Oh, ich kann die nicht... Ich habe gerade aufgestockt. Ja, schön. Was haben wir denn Neues? Aber wir haben neue Munition. Cool. Wir können noch 17 davon kaufen. Wie, du hast nur noch 5 davon. Okay, gar kein Problem. Zielfernrohr. Das brauche ich ja nicht. Reduziert das Verwackeln. Ja, das ist mir alles eigentlich egal. Erweitertes Magazin für die Lemi. Warte, aber dann kann ich Werkstatten, ne? Das finde ich gut. Das Problem ist, wir haben kein Geld. Wenn ich die Lady verkaufen würde, hätte ich echt viel Geld. Oh, du gehst schon? Ja, ich gehe schon. Ich will jetzt nicht mehr spielen. Penner. That's not even final form. Yeah. Cartel and Rowdy. Cartel and Rowdy. Warte, da drüben war ja andere Schlüssel. Genau. Wir mussten den ja kombinieren. Was steht hier jetzt? Mit 4 Flügeln dekoriert. Aber der hat auch 4 Flügel. Brauche ich für beide den 4 Flügel? 4 geflügelte Wesen, okay. Ach nee, der kriegt dann das Batschmatsch. Piech ich da noch rein. Okay, gut. I was raised in a deep dark hole. Oh, ich liebe dieses Lied. Oh, ich liebe es. Von ihr habe ich den Kristall schon geholt, ja. Wo sind wir denn hier? Hier sind überall noch Sachen. In der Kirche gibt es noch was. Okay. Kirche, wo ist die Kirche? Ach da, ach da. Pff. Resident Ohrwurm, ja, wirklich, also Gotel und Rowdy ist so schlimm. Also ich, wirklich, es gibt kein schlimmeres Lied gefühlt. Huh? Datum 9.02.2021. Protokolliert von NH. 11.35 Ankunft. Keine Anzeichen von Ethan Winters oder Rosemary Winters. 12.10 Dorf infiltriert. Begegnung mit mehreren Biowaffen. Hinweis auf Ethan Winters gefunden. Aufenthalt von Rosemary Winters unbekannt. 13.10 Basis in Kirche eingerichtet. Weiteres Vorgehen. LBTDK9 Durchsuchung des Labors. NHUE Analyse der Pilzproben. Alpha Infiltration der Fabrik. Oh, Alpha. Hier ist immer noch. Okay, hier muss irgendwas sein. Chat, wo glitzert. Jetzt ist blau. Ich hoffe, wir haben mit dem Laptop auch Internet. Ja, das brauchen wir. Das brauchen wir alles nicht. So. Ethan, dein Tochter geht gerade in Raid. Er geht in Raid. Oh Gott. Was wäre eigentlich, wenn Ethan Winters einfach Final Fantasy, wollte ich schon sagen, Resident Evil 7 spielen würde? Welcher? Ist das nicht der Schlüssel? Ist doch der. Das ist doch der Schlüssel. Das ist doch der Schlüssel. Cool. Hallo? Na? Oh, da ist ein Huhn. Chat, Hühnerjagd. Gar kein Problem. Ich hab die Kiste geschafft. Wo bin? Boah, das war ja gemein, wie das noch seinen letzten Atemzug getan hat. Wie das so. Gockel. Da seht ihr, das hat man jetzt nicht gut gesehen, aber die atmen einfach noch einmal so richtig. Das ist ja fies. Also das fand ich jetzt ein bisschen gemein. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also wenn ich Geflügel töte, muss das nicht unbedingt noch atmen. Also
Da kannst du ruhig so sterben, dass ich kein schlechtes Gewissen krieg, okay? Okay, ich muss mich echt hinsetzen dafür. That's a bit sad. Gut. Ja. Keine Hühner mehr. Kentucky. Ja! Okay. Und hallo, Itza. Das Haus hier runter, das hat auch noch Loot, habe ich gesehen. Ernsthaft? Nein, nicht die Fliegvögels. Och, die mag doch kein Mensch. Das hier hat noch... Oh. Das war's nicht. Okay. Gar kein Problem, wir finden das. Glitzert hier etwas? Glitzert hier etwas? Immer noch was? Ich bin ja richtig schlecht geworden im Looten. Da oben, oder? Irgendwas muss ich runterschießen oder so. Kann ich da hoch? Nee, ne? Hoch konnte ich, glaube ich, nicht. Lebendig frittieren? Nee, die sollen schon tot sein, aber die sollen nicht so vorwurfsvoll sterben. Also nicht so... Also... Vielleicht doch der Mehlsack? Nicht der Mehlsack. Kein Kraut. Wenn ich das vorziehe, ist dahinter was? Wenn du so zu Ostern die Eier suchst, hast du noch Jahre später was davon. Ja, das stimmt. Da. Was ist das? Was ist das? Das ist nur ein Texturfehler, oder? Aber wo ist denn jetzt... Also, hä? Sag bitte nichts, okay? Das war ganz... Also, das hat sich versteckt. Das war davor nicht. Das ist immer um mich rumgelaufen. Das hat sich immer dahin gesetzt, wo gerade mein Popo war. Damit ich es ja nicht sehen kann. Oh, hier ist aber blutig. Weil tausendjähriger... Ah, jetzt Soße. Danke, Kipi. Danke. Oh! Gib Grabstein. Boah, diese ekligen... Achso, ihr seid nur Vögel. Ja, ihr seid lieb. Warte mal, ist das auch Essen? Saftiges Geflügel. Wann spielen wir diesen Jagdsimulator? Der so voll realistisch ist? Ich habe gerade, glaube ich, mein neues Hobby entdeckt. Pixeltiere töten. Besser als echte Tiere töten. Oder? Ist das der rote Schornstein? Ja, ne? Also das würde ich sagen, ist ein mächtiges Rohr. Mächtiges Rohrstein. Ist da auch noch was? Ja. Das könnte halt. Ich habe einen Dietrich. Warte, ich gehe mit dem Dietrich jetzt da rein. Mother Mary comes to me. Whisper words of wisdom. Ich habe sogar zwei Dietriche.
Okay, hier. Es ist rot. Gar kein Problem. Irgendwas glitzert hier. Irgendwo ist hier ein Kristall oder eine Schublade oder so. Oder vielleicht versteckt sich auch nur wieder irgendein rostiges Teil oder Schießpulver. Oh, große Lykan, sagenhafte Wolfsmonster von einst. Möge dir... Ach, das hatten wir ja schon. Sorry. Mescusa. Okay, Scharfschützengewehr ist vielleicht... Ha! Geld. Ha! Wow! Ja, jetzt sag doch mal, dass ich 1000 Jahre alte Eier krieg hier. Ja, wohl krass. So, da würde ich gern hingehen. Das ist ein Schloss. Also, da war gerade blau. Aber ich glaube, das war nicht so blau, wie es eigentlich aussah. Also, das müsste das Haus sein. Das, oh Gott, ich muss ja ultra weit rumgehen. Hört auf zu rascheln. Ja, jetzt die Käufer vom alten Haus. Die haben auch Hunger. Ich verkaufe dir mal kurz meinen Kristall. Ah, ja, ja. Ja, ja. Das bringt halt gar nichts. Ich will die... Oh. Manu. Ich kaufe das, weil du es bist. Hm. Nur, dass du es weißt. Oh, ich hätte die gern verbessert. Komm zu mir, wenn du wieder etwas vom Wert findest. Ich verkaufe die, jetzt halt die Klappe und jetzt komm her. Stets zu Dienst. Ich habe gesagt, dieses Mal mache ich nicht so ein Geschiss drum. Dann mache ich jetzt auch keinen Geschiss mehr drum. Moment bitte. Wofür war die? Die war für nichts. Es war halt die tote Dimitrescu, die kristallisierte. Zum Sagen, dass du sie noch hast, so, weißt du? Warte, wenn wir jetzt... Können wir da durchgehen? Okay, wir können da lang gehen, okay. Boah, wir müssen halt einfach wirklich komplett außen rum gehen. Das ist ja ultra ätzend. Hallo? Ist ja jemand? Mich erschreckt, deswegen läuft jetzt meine Nase. Ich glaube, ich putze kurz meine Nase. Ey, das habe ich so oft, wenn ich mich erschrecke, dass einfach meine Nase läuft. Ist das normal? Gibt es Menschen, die das auch haben? Sagt mir, dass ich nicht allein bin. Ich nehme mal kurz die Schotti in die Hand. Ich habe da jetzt keinen Bock da mit dem... Ja, also... Hallo? Wie die Musik auch, also da ist nichts mehr an. Hallo? Tut die Luna sich erschrecken? Will der Rotz sich nett verstecken, Lunali eine Abhörstunde. Ja. Danke für die 100 Bits, danke schön. Erschreckallergie? Eigentlich nicht. Also eigentlich nicht.
Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet, also muss ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre? Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, gehe ich schon mal allein zu Luiza. Der Vater. Dann gehen wir dann. Ja, okay, gar kein Problem. Och. Ich weiß doch, was sie von mir wollen. Ja, ich krieg Muni. Das ist ja nett, aber das. Also, ich. Nee. Ich. Also, nee. Ich weiß, was sie von mir wollen und das ist nichts Nettes. Jetzt mache ich auf und bin ich erschreckt. Wow! Wow! Wow, wow! Wow! Hallo? Hier ist ja niemand. Ja, da ist niemand. Ja, da ist niemand. Bestimmt ist da niemand, ne? Oh, es ist so kacke, wenn man... Da ist niemand. Chat, ich hab da niemand... Also, da seht ihr jemanden. Es sind aber zwei, oder? Ich könnte einen Rohrbogen bewerfen. Hallo, Dude. Gut, dass ich meine Waffe geupgradet habe. Das waren 10 Schüsse weniger als sonst gefühlt. Hallo, Sir. Ich wollte. Also. Hast du was? Also. Okay. Warte. Hier. Gute Nacht. Da sind Hühner. Aber dann müssen wir hier lang gehen. Das machen wir irgendwann anders. Das kann man sich ja irgendwie bewegen. Ja, 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 ja. Wow, wow. Das ist schon wieder das. Wow, wow. Warte, hier waren wir doch am Anfang, oder? Ich glaube, das war das erste Haus, in dem wir... Was hat das hier verloren? Rose Affe? Aber war das nicht das erste Dorf? Haus, in dem wir... Oder vielleicht sind sie verreist. War das nicht das Haus? Nur halt nicht so eingestürzt? Wow, wow. Du kleine Sau, Sau. Und ich da durchnehme. An eine Sache erinnere ich mich, glaube ich. Ich glaube, das kommt jetzt. Ist da drüben ein Haus? Ich glaube, an das Haus erinnere ich mich. Ich glaube, das weiß ich noch ganz gut. Und wenn ich recht habe, dann nehme ich die Shotgun. Ach, das konnte man nicht. Ich dachte, ich schließe mal auf. Hugo? War das das? War das das? Ja, oder? In irgendeinem Klo saß auch einer. Ich weiß nur nicht mehr, in welchem. Ich glaube, das war es doch nicht. Nee, das war es nicht. Es war viel heller. Das war viel heller und außen waren dann die Werwölfe und dann war ich so, oh nein, jetzt muss ich die... Und dann war man aber so, drin war schön und dann war es aber nicht mehr schön und dann war es, also war man draußen. Also da war kein Fenster. Wann kriege ich eigentlich... Irgendwas fehlt. Hm. Von der anderen Seite verschlossen. Mau.
gucken, war das jetzt weg oder so? Oh nein, hier rein. War es das Haus? Es war das Haus. Das da. Oh nein. Oh. Ich habe heute schon so viel mitmachen müssen, ne? Ich habe heute schon viel zu viel mitmachen müssen. Hallo, Aces. Konnte ich hier nicht das zumachen? Konnte ich das nicht zumachen? Sieh aus dem Fenster. Ja, du, also, ich weiß schon. Also, ich weiß. Genau das. Genau da. Ich wusste das noch. Ey, da habe ich auch gar kein. Also da habe ich gar kein Erbarmen mehr. Sind es echt nur drei Zahlen? 07, 04, 08, okay. Seid ihr tot? Mhm. Jetzt habe ich so sehr auf den Werwolf gewartet und mich dennoch erschrocken. Es passiert. Warum habe ich denn jetzt eine neue Waffe? An die kann ich mich nicht mehr erinnern. Das zählt als Revolver, das nehmen wir nicht, ne? Ne, Magnum meine ich. Also Magnum. Jetzt schon mehr. Die hat ja jetzt schon mehr Damage als meine. Oh, 150 plus 30. Ah ja, warte, aber... Erhöhte Feuerkraft. Ja, das ist halt von dem... Ja, das ist jetzt halt blöd, ne? Auch total vorbei. Ja, ne? Problem mit der Knarre hier rumzuspielen, ne? So. Zehn Minuten früher. Wieso? Und die hat die Knarre im Griff. Ja. Yeah. Lass mir doch von so Kackbratzen bratzen nicht irgendwie. Was steht denn da? Ach so, das war der Loot. Ich dachte, da steht einer. Ich dachte wirklich, das wäre ein Mensch, der einfach über irgendwas drüber guckt. Die Flasche. Ist nichts mehr mit dem Controller. Ja, das Problem war, eigentlich war der Controller auch gar nicht so schlimm, weil, also, bis auf ein paar Szenen, wo du halt vielleicht nicht. Aber ich wollte doch gerade die. Habe ich nicht gerade eine Kurbel bekommen? Das habe ich gerade aufgesagt. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Ach, Wagenheberkurbel. Das ist die falsche Art von Kurbel. Die hatte ja so harte Zielhilfe. Die Controllersteuerung. Headshot nicht schwer. Hat die nur auf den Körper gezielt? Kann sein? Ich weiß es wirklich nicht mehr so. Ich weiß nur, dass ich dadurch halt eigentlich nicht daneben schießen konnte. Wow. Ist das der. Nee, warte, der Schornstein war ja irgendwo. War das nicht der Schornstein sogar? Oh Gott, wie soll ich denn da? Sag mal ernsthaft jetzt? Wow.
Das ist aber schon jetzt ein weiter Weg. Kannst du verwechseln. Macht aber schon, also würde Sinn machen. Weil irgendwas hat mich gestört. Deswegen wollte ich unbedingt nicht mehr am Controller spielen. Können wir bitte nicht so einen Lärm machen? Ja, noch genug also, so Zusatzzeug, so, also wo ich da Sachen herstellen kann. Also, kann ich ja ruhig mal ein bisschen verballern, ne? Ich hasse die Werwölfe. Lieber messer ich wieder sowas wie diese Flugviecher oder so. Hallo? Eine Rohrbombe, das ist aber auch schön. Kann ich mit einer Rohrbombe einfach eine Tür einlegen? Weiß ich nicht. Warte, ist das? Ist das? Also, es ist ja einfach nur ein Weg. Warte mal. Ist das einfach nur ein Weg oder hätte ich jetzt die Rohrbombe dafür nehmen müssen? Ich glaube, ich muss sie. Oh Gott! Wer ist das denn? An das konnte ich mich nicht mehr erinnern. Ich hä? Papa Werwolf ist Heisenberg. Also. Ich nehme das mal kurz. Ich versuch mal, ne? Gut, das hat nicht geklappt. Naja. Also ich krieg jetzt langsam Probleme mit Muni doch wieder. Also. Die sind mir vielleicht doch ein bisschen über diese Werwölfe. Da kommt jetzt aber nicht noch einer, oder? Warte hier. An deine Heimat? Mit den Werwölfen? Okay. Also. Okay. Wie das da gebaut ist, müsstest du mit einer Rohrbombe das ganze Dorf platt machen können. Eine Brunnenkurbel, endlich! Die hat aber auch wirklich lange auf sich warten lassen. Wo sind wir denn? Okay, wir sind hier. Da ist halt die Leiter. Wir müssen halt die ganzen Brunnen noch abgehen. Oh. Wo sind wir jetzt? Okay. Warte, ich wollte es lesen. Sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Joseph Simon, Gärtner des Hauses Benviento. Ja, den habe ich nicht. Nimm das, Nestle. Ja. Wir kurbeln die Brunnen wieder an.
Ich habe eine Ziege gehört. Dietrich, das war schön. Ich habe eine Ziege gehört. Ach, hier. Ja gut, da muss ich schießen. Das wird nichts. Warum mache ich eigentlich die Ziegen tot? Hallo? Pimpen. Pimp my knife. Ich hätte gern mein Messer gepimpt. Eine kopflose Puppe, kein Thema. Das ist überhaupt nicht creepy, nein. Mit Scope? Ja. Weitwurfmesser oder so. Warte, da rein und da ist die Leiter? Hab ich's richtig gehört? Ja. Ein Schwert draus machen. Oh, das wäre auch okay. Also, ist mir egal, wie wir es tun. Ob das macht mehr Damage? Bin ich dabei. Okay. Rostige Teile. Okay. Ted, es ist wieder soweit. Oh. Guck, jetzt atmet der nochmal und dann ist er erst tot. Das ist so gemein, wie die das gemacht haben. Ich will kein schlechtes Gewissen haben, nur weil ich die paar Hühner hier töte. Das ist wichtig für den Progress, den ich machen muss. Ins Klo flüchtet ist aber gemein. Hey. Hey, hallo? Hey, du bist... Hä? Bist du ein Gotthuhn? Okay, du warst ein Gotthuhn. Husame. Das ist eine andere. Wow. Wow. Designer. Luxusklo. Wenn es das dafür gibt, ist das schlechte Gewissen weg. Yeah. Aber ich darf noch nicht kochen, leider. So, jetzt sind wir ja... Perfekt. Oh. Jetzt fühle ich mich schon wohler, ne? Von der anderen Seite verschlossen. Okay, ja. Gehen wir halt die Leiter hoch. Ist ja auch gar kein Problem. Schlag gut Reis, war für die Träume was Schönes. Schön, dass du da warst. Ich weiß nicht mehr was, aber es hat sich gelohnt. Ja, du konntest irgendwelche Sachen kochen und damit hattest du dauerhafte Verbesserungen oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hallo? Oh Gott. Ah! Oh, der war schon tot. Ich schieß da gern nochmal rein. Also, habe ich nicht, aber also hätte ich, wenn da nicht runtergefallen wäre. Okay. Ja, ja. Er hat Geld gegeben, das ist okay. Sein Geldgeber. Ey, Pistolenmuni ist aber auch ultra viel gerade. Und ich verballer so viel Muni eigentlich. Töten hilft. Töten ist nützlich. Töten ist gut. Töten lohnt sich. Februar. Habe Mutter Miranda zwei Ziegen geopfert. 3. Februar habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, wozu? 8. Februar. Keine Nachricht von Mutter Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. 9. Februar. Mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monolithische Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauderhaft. Die ehrenwerten 4 Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hatte ein Kind auf dem Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Dann hat sie
Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte sie, warum sie das macht. Aber Mutter Miranda lächelte nur und sagte, das ist das auserwählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen. Dann gab sie jedem der vier einen Teil des Kristalls in einer Art Fläschchen und sie verschwanden. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter zu verbeugen, bevor ich weglief. Ich zittere noch immer. Was hat sie getan? Wer ist dieses Kind? Der geflügelte Schlüssel ist lediglich ein Teil eines Ganzen. Drei weitere Teile vervollständigen ihn. Cool. Ja. Ja. Hey, ja! Nimm ihn! Nimm ihn! Achso, muss ihn kombinieren. Ich wollte ihn jetzt mitnehmen. Oh. Verdammt. Ich sollte zurück zum Duke. Ja, sofort. Okay. Hier ist alles blau. Einfach liegen lassen. Wäre aber auch irgendwie cool, oder? Also, nö, kein Bock. Mehr Leichen gleich weniger Probleme. Was Moni angeht auf jeden Fall. Warte mal, wo? Nee, ich muss da nach oben, ne? Hier. Go tell them, Rhodey, go tell them, Rhodey, that everybody's dead. Na, und? Etwas herausgefunden? Ich hab einen Schlüssel gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt vier insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die vier Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Aber die diente. Die dient nicht mehr. Die zweite lebt tief im Nebel des Tals. Die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der dritte ist Moreau. Ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der vierte und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Das ist absolut meine Hassstelle. Die Fabrik ist absolut meine Hassstelle. Manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Aha. Danke. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle vier Flakons finden. Boah, eigentlich nicht. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Ja, du, ich weiß ja nicht. Warum helfen sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Nee, ich mag das. Also ich mag dieses Fabrikgebäude einfach nicht. Das ist nicht so meins. Ich finde es so lieblos. Also das ist so typisch Resident Evil, immer wieder das gleiche mäßige. Ich fand halt das Schloss so krass und die Puppen auch und Moreau irgendwo auch. Dann war das halt irgendwie so lieblos, verhältnismäßig. Weiß auch nicht. Da war Design dann aus dem Game. Ja. Gefühlt ja. Habe ich die... Oder ist das der Brunnen? Ich würde gerne die Brunnensachen mal kurz abholen. Hier war doch auch... Da. Ja. Ich kenne das Spiel schon. Ja. Everybody's dead. Das habe ich. Wartet, das habe ich. Habe ich. Ha! Oh, ich hätte aber ganz schön viel Geld machen können. Where is my Brunnen? Ich suche meinen Brunnen. Brunni, Brunnen, Brunni, Brunnen. Oh, hier ist kein Brunnen. Oh, ich habe keine Lust, da sind bestimmt wieder mehr Würfel. Nämlich meinen Hemdknopf verkaufen.
Naja, der soll, also ich verkaufe dem so viele tolle Sachen und dann kaufe ich auch so viele Sachen. Der soll sich halt von dem Geld mal was holen. Also ist ja nicht meine Aufgabe. Also muss er ja selber gucken, wo er bleibt. Ist ein Style so. Na und? Ich glaube, das kann ich nicht, ne? Schade, aber da hätte ich dann die Sperre übergangen. Ich will da nicht rein. Okay, wir müssen jetzt nochmal kommen. Obwohl, kann ich wenigstens da wieder hin? Ne, auch nicht, ne? Okay, gut, wir müssen den ganzen Weg laufen. Na dann. Er ist da quasi reingewachsen ins Zeit. Ach so. Ach so, davor hat es ihm gar nicht gepasst. Okay, gut. Gut zu wissen. Hier lang? War es hier? Ja, es war hier lang, oder? Ja. Ja, ich weiß wieder. Hier und dann hier durch. Ja, ja. Okay. Bin wieder da. Gar kein Problem. Keine Gefahr. Der war hier. Schön. Brunnenkurbeln, das ist mein liebstes, spaßigstes Spiel. Dietrich. Sehr schön. Hat mir nicht hier auch noch... Oh, Nase. Ah, ja. Warte mal, was? Da ist noch was? Hat gequietscht. Oh, Flintenmuni ist nett. Flintenmuni ist wirklich nett gewesen. Jetzt ist aber blau, ne? Ja. Sehr schön. Wir waren in dem Haus. Nee, hä? Wow, wow. Okay. Da war, glaube ich, kein Brunnen. Nein. Das ist auch blau. Das ist von außen rum. Nee, gar kein Problem. Oh, erstmal am Rad drehen, ja. Boah, das heißt aber, da sind wir schon wieder Werwölfse. Oh, ich hasse Werwölfse. Ist hier was? Braucht jemand Kartoffeln, die man einpflanzen kann, weil die schon so Triebe getrieben haben, dass, also, wollt ihr Kartoffeln anbauen? Bedient euch. Okay. Ist da ein Werwolf? Hier lag das Pferd. Ich weiß, wo ich bin. Oh. War das nicht da, wo der Mann mir die... Oh, ein Schweinchen! Ups. Zeig Speck. Babe. Oh, ein Schnitzel. Das ist nicht nur ein Schnitzel, sag ich dir. Warte, das ist aber auch noch rot. Das ist auch noch rot. Oh Gott, habe ich mich gerade vor der Tür erschreckt. Wo? Wo? Eigentlich muss hier noch was sein.
Hey, Schweinchen, wo ist denn was? Wir haben so viel Essen und können nicht kochen. Ja, noch nicht. Bald. Ich habe 3 Dietrichs. Marlene. Wie viele Päckchen Munition habe ich eigentlich bitte im Inventar? So. Achso, hier ist vollgeladen. Okay, jetzt ist blau. Ach so, das hat als 1 gezählt, obwohl da eine Wand dazwischen ist. Woher soll ich das denn? Also, oh. Ist das hier jetzt kürzer? Ja. Dann gehen wir lieber hier lang. Go tell on Rhodey. Go tell on Rhodey. Haben wir versucht, da reinzugehen? Ich glaube, ja. Haben wir aber wirklich auch versucht, da reinzukommen? Oder haben wir es nicht? Ich würde echt gerne kochen können. Also, ohne Shit. Wo steht's? Hausbesitzer vermisst, bis auf weiteres kein Zutritt. Ups. Das ist mir jetzt aber unangenehm. Warte, weil ich so rebellisch bin, nehme ich die Pumpgun. Ach so, ach, das war das Haus. Manno! Wir werden schon einen Schlüssel finden. Keine Frage. Hier lang, ja. Und dann nach vorne links. So. Ich meine natürlich... Also ich finde aber auch, das Dorf ist in einem Zustand, das ist nicht mehr lustig. So, da ist alles voll und kaputt und ich muss immer überall außen rumlaufen. Das finde ich nicht gut, das prangere ich an. Ich werde da auch eine offizielle Beschwerde hinschicken. Es geht so nicht mehr. Suchst Hallo? Du nach etwas Bestimmtes? Ja, ich würde gerne was ich verkaufen. Weiß da was. Oh, Mahlzeit! Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Oh, Mahlzeit, okay. Großer Kristall. Kristalliner Schädel. Haben wir 6 Stück. Perfekter Christina. Kristalliner Christina. Sehr wertvoll. Wow. Ist aber wirklich wertvoll. Aha. Aha. Oho. Wow. Okay, Aber die ist halt noch schlechter. Mit Vergnügen. Als meine. Können wir für die M1911 irgendwas kaufen? Dass die besser ist? Nö. Warte mal. Was habe ich da? Wow. Ich hätte es gern. Warte, hier. Was können wir denn machen? Geflügel und Fisch. Maximale Gesundheit steigt geringfügig. Sag mal die Beste. Okay, feinster Fisch, den haben wir nicht. Pilaf mit Geflügel und Wild können wir machen. Der beim Blocken erlittene Schaden sinkt, wäre geil. 3, 5, 3, okay, da fehlt's. Dreierlei mit Titei. Was? Dreierlei mit Titei. Was? Schlaf gut, Klippi, träum was Schönes. Urlaub in unserem Dorf, ein Traum für Handwerker. Tuchitura de Pui. Habe ich auch nicht genug. Da fehlt ein Wild. Maximale Gesundheit steigt beträchtlich. Sinkt beträchtlich. Bewegungsgeschwindigkeit. Ich glaube, ich mache aber das Pilaf mit Geflügel und Wild. Beim Blocken erlittenen Schaden sinkt, finde ich echt schön. Nehme ich. Ja. Ja, mach. Nur nicht nachlassen. Habe ich es jetzt bekommen? Wir haben also alle Zutaten beisammen. Gut. Ich glaube, wir haben das letzte Mal nie was gekocht. Ich glaube, wir haben nichts gekocht gekriegt.
Danke für deine Geduld. Danke. Hier, deine Portion. Das würde ich auch ein weiteres Mal essen. Jetzt haben wir nicht mehr genug Geflügel. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten gegen eine kleine Hab Gefühl ich schon verstehen. Gemacht. Jetzt nerv nicht. Die Lemi ist halt besser als die andere. Weil der Rückstoßkompensator dabei ist. Feuerrate 0,39. Hä? Die ist halt richtig schlecht, die M1911. Obwohl, die kann man viel weiter noch verbessern. Gut. Ja, gut. Wenn wir die nehmen... Mehr Damage ist weniger Muni. Hals- und Ohr. Beinbruch. Oh, das war gerade laut in meinem Ohr. So, Chat. Jetzt würde ich aber sagen... Oh, verabschieden wir uns, ne? Hallo, David. Wohnungsangebot erhalten. Sehr schön, das freut mich für dich.